Herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich habe wieder eine interessante Kryptowährung, EOS, ein US-Dollar. Wir haben ja jetzt vorher Tether und andere Kryptowährungen behandelt, die jetzt im kleinstelligen Bereich waren. Ja. Jetzt haben wir eine Aktie, die oder quasi eine Kryptowährung, die bei 2,70 steht und in dem Bereich von ungefähr 8 steht, also zwischen 2,70 und 8 oder 9 pendelt. Und das ist ja wieder so ein Leckerbissen hier, wo man sagt, okay, sieht cool aus, ja. Also auf jeden Fall ein relativ junges Unternehmen, also für hier Mai und Mai, sind gerade mal ein Jahr, kann man sich das mal vorstellen. Also wie kann ich das beschreiben, wer ist in diesem. Wer meint, dass jetzt Krypto einfach nur so eine Erscheinung ist, die jetzt wieder, sag ich mal, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr weggehen wird, der irrt sich gewaltig. Weil diese Währungen haben eine Technologie dahinter. Ja? Das heißt, diese Technologien ist wie damals das Internet, als das Internet neu gekommen war, damals hat man das Internet belächelt, aber man hat relativ schnell erkannt, dass das eigentlich ein komfortables System ist, quasi Internetanschluss zu haben. Und so ist es mit den Kryptowährungen auch. Wenn ich mich so mit den Leuten unterhalte, viele sehen eigentlich nicht den Benefit von den Kryptowährungen. Das heißt, die sehen momentan nicht, was für ein Potenzial Kryptowährung hat. So. Wenn man jetzt den Chart so betrachtet, wir wollen ja sehen, in welche Richtung es geht. Da haben wir hier einen Trend gehabt nach unten. Der Trend ging nach unten. Da haben wir die Möglichkeit gesehen, dass der Kurs wirklich von 2 auf 6 oder 5,5 hochgeschossen hat. Also Verzweifachung nach oben, Verdopplung. Ja. Und dann sehen wir, aufgrund der Corona-Krise ist der Kurs wieder nach unten abgesagt, ja, auf den 2er wieder zurück. Man kann sehen, dass diese Kryptowährung Richtung 2,14, also diesen Boden hat. Ja, man sieht, der hier hat gehalten, der hier hat auch ungefähr gehalten, 1,40 und der hier hat auch gehalten. Das heißt für mich, wir haben hier eine Schulter-Kopf-Schulterformation, die sich entwickelt. Und das ist nur positiv, sagen wir mal, für die Aktie oder halt für die Kryptowährung, dass wir hier gute Chancen haben, quasi in Richtung 4,20 zu laufen. Ja. Was für Widerstände haben wir dann hier? Die Widerstände sind eher in diesem Bereich zu sehen, also eher, sag ich mal, wenn man so schaut, das ist ein Widerstand. Da haben wir die Möglichkeit hier. Das heißt, wir haben hier einmal hier durchbrochen, einmal hier und einmal hier. Aber ich denke jetzt persönlich, dass wir nicht beim dritten Anlauf hier das hier durchbrechen werden. Das heißt, höchstwahrscheinlich würde es zu einem solchen Szenario kommen, dass wir hier diesen Widerstand nicht auf Anhieb nehmen können. Ja? Das heißt, wir haben dann hier wir haben dann das Szenario, dass wir hier dreimal diesen Widerstand testen werden, höchstwahrscheinlich, ja. Und dass wir hier aufgrund dieses Heißlaufen nach oben, sag ich mal, hier, wir sind ja bei 2,50, eine Verdopplung auf 5,60, hier eine Verschnaufpause wahrscheinlich einlegen werden, ja. Was haben wir aber dann gewonnen? Ja, wenn wir jetzt bei 5 sind, aber auf runter auf 4 gehen, was würde dann passieren? Wir würden dann quasi eine Schulterkopf-Schulterformation hier dann wahrscheinlich bilden, wo es dann halt quasi in Richtung 9, 8 gehen könnte. Das ist jetzt Gutfall-Szenario. Was würde dann passieren beim Negativfall? Das heißt, was würde denn passieren, wenn wir quasi schon hier abprallen würden? Also das heißt, wenn wir dann die, also
wenn es zu einem Szenario so kommen würde, dass wir hier quasi so eine Seitwärtsbewegung machen und in diese Richtung absacken werden. Das heißt, dass wir hier einen Doppelboden machen, also hier, dass wir hier einen Doppelboden machen. Ja. Das wäre natürlich Worst Case, weil dass wir hier diesen Bogen hier machen. Ja. Und das wäre auch nicht schlimm, sage ich mal, wenn wir diese Bewegung machen, eher als positiv zu bewerten, weil wir dann hier eine große Kraft, also eine Bespannung bekommen. Das heißt, der Kurs würde sich dann hier einen Doppelboden bilden. Also Worst Case Szenario, dann eventuell einen Sprung nach oben machen oder andere Alternative, wir machen den Sprung nicht, gehen wirklich weiter nochmal eins tiefer, dass dieser Widerstand hier nicht genommen werden kann. Und wir machen hier einen dreifachen Boden. Ja? Das heißt 1, 2, 3. Und dass dieser Boden dann halt quasi, dieser Dreifachboden dann uns nutzen würde, quasi aus diesem Kanal hier auszubrechen. Ja, das wäre auch ein Szenario, was man berücksichtigen sollte, auf jeden Fall. Das heißt, ob wir diesen Weg hier nehmen oder ob wir diesen Weg hier nehmen, Fakt ist, der Weg geht nach oben. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben geht, ist relativ hoch. Es kann natürlich auch ein Abfall passieren, aber mein Favorit ist eigentlich der Bereich hier, dass wir diesen Pfad hier nehmen, weil der Kurs hat sich jetzt so viel seit letztem Mai, also über ein Jahr, waren wir im Bärenmarkt. Ja? Das Ding ist runtergeknallt hier von 9 auf 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nach unten weiter ebbt, kann natürlich passieren. Ja? Das besteht immer die Möglichkeit, aber wir sehen hier relativ bullische Zeichen. Ja? Wenn man so sieht, man guckt, höhere Hochs werden hier gebildet. Hier höhere Hochs, höhere Hochs, höhere Hochs. Und dann wird das nochmal hier korrigiert. Ich nehme mal an, dass wir hier so eine Formation dann sehen werden. Und das ist dann relativ bullisch. Ja? Dass man hier 1, 2, 3 Boden gemacht hat und dann hier der Kurs dann explodieren wird. Ja. Da haben wir auch die Möglichkeit hier Schulterformation zu bilden und der erste Angriff sollte in Richtung 550 gehen. Wenn das hier hält, ist gut, aber ich denke, das wird nicht halten. Der Widerstand, dass der gleich beim ersten Mal genommen wird. Ich denke, gehe davon aus, dass man hier dieses Szenario hat, dass man halt eine kleine Korrektur nach hinten hat, dass der Kurs sich dann stabilisiert in diesem Bereich, dass man halt hier quasi Möglichkeiten hat, sich fit zu machen. Ja. Und dann halt quasi so eine Seitwärtsbewegung hat und danach quasi diesen Widerstand nochmal nimmt. Es kann natürlich sein, dass wir auch jetzt beim zweiten Mal, sage ich mal, nicht direkt nach oben gehen. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man hier so ein zu spitzendes Dreieck hat, wenn man so schaut. Dass man hier quasi aus diesem Dreieck hier entweder nach unten abprallt oder dann halt den Weg nach oben wählt, ja. So, jetzt schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Ich nehme mal an, dass wir hier sehr gute Karten haben. Sage ich mal erstmal hier den Bereich 12, 11, 12 zu nehmen, ja. Und wenn dieser Bereich dann halt quasi stabilisiert ist, dass man halt Richtung ja, dann Richtung mehr gehen kann. Das heißt Richtung 20.
Aber das ist noch Zukunftsmusik. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Aber ich denke, wir haben dann halt hier eine Schulterformation. Also Werte wie 20 sind durchaus drin. Ja. Muss man schauen, ist interessant. Ein Jahr. Wir wissen aber nicht, was da hinten los ist. Aber ich denke mal, ich bin relativ positiv gestimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Tschüss.